Gestern am Dienstag, da hat sich der Leitindex an einer kleinen Erholung versucht und in der heutigen Tag, da startet er erstmals mit einem minimalen Plus. Alles weitere dazu und zu Dow Jones und dem Währungspaar Euro-Dollar und Apple. Jetzt von Oswald Seicher von Flatex. Schönen guten Tag, Herr Seicher. Ja, volles Programm. Wir fangen an mit dem DAX. Der DAX hat zwar gestern etwas zugelegt, aber trotzdem ist er noch deutlich schwächer und auch nervöser als der Dow Jones. Befragungsschlag sieht anders aus, oder? Ja, Cornelia, ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen ein verzweifeltes Gesicht zu machen, denn tatsächlich ist es so, wir können es uns nicht wirklich erklären, warum der DAX einfach nicht in die Gänge kommt. Die Rahmenbedingungen wären ja grundsätzlich gut. Wir werden es gleich nochmal sehen, eben auch beim Euro. Der Euro ist schwächer geworden und eigentlich müsste er den DAX anschieben. Ansonsten gibt es ja kaum Negativmeldungen, die irgendwie da den DAX jetzt belasten würden. Trotzdem, er kommt nicht in die Gänge. Gestern früh war es ganz gut. Wir sind gut in den Tag hineingestartet. Am Ende des Tages wieder leicht eingebrochen. Aktuell sind wir gerade mit 14 Punkten im Plus, das ist nicht wirklich viel und wir kommen einfach nicht in die Nähe der 12.000, die ich gerne hätte oder die vor allem die Anleger gerne hätten. Und so gesehen ist das Jahr zwar insgesamt nicht schlecht bis jetzt, wir haben zumindest diesen Einbruch vom letzten Jahr nicht wieder gesehen, aber ja, wirklich ein Momentum und ein wirklicher Erfolg schaut anders aus und das ist ein bisschen schade, aber wir sehen ja auch in den letzten Tagen immer mal wieder, dass der DAX dann doch mit leichter Zeitverzögerung auf den schwachen Euro dann reagiert. Vielleicht kommt im Laufe des Tages noch ein bisschen Schwung in den DAX. Aktuell, wie gesagt, eher Seitwärtsbewegung und deswegen eher unspektakulär. Aber man kann ja auch mal was anderes machen, außer traden und einfach abwarten. Er wird schon wieder in die Gänge kommen. Aktuell ein bisschen langweilig in den Tag gestartet und möglicherweise bleibt es auch langweilig. Also Herr Seicher, das mit dem verzweifelten Gesicht hat jetzt nicht so gut geklappt, wenn ich das mal so sagen darf. Versuchen wir es mal mit einem erfreuten Gesicht, denn der Dow Jones, der hat sich gestern wieder sehr stark gezeigt und zwischenzeitlich auch ein neues Allzeithoch markiert. Und das, obwohl der US-Dollar relativ stark ist, wie Sie ja gerade schon gesagt haben. Warum? Ja, das ist echt interessant. Nicht nur, dass der US-Dollar stark geworden ist, sondern auch das Öl geht zurück und der Ölpreis, also nicht dramatisch, aber doch $2 tiefer als vor 2 Tagen. Und das sind ja Faktoren, die eigentlich den Dow Jones belasten. Und trotzdem ist er gut unterwegs. Auch der Nasdaq hat, glaube ich, gestern zwischenzeitlich ein All-Time-High gehabt. Also es geht dort in Amerika offensichtlich doch. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, woran es liegen könnte. Es liegt an den guten Quartalszahlen. Wenn man sich das mal anschaut, die Zahl, wenn ich es richtig im Kopf habe, 8,1% mehr Ertrag haben im Durchschnitt die Dow Jones-Werte als im Quartal letzten Jahres. Und das ist eine ordentliche Steigerung und das gibt offensichtlich eben der amerikanischen Wirtschaft Aufschwung und das gibt vor allem halt eben auch den Anlegern Mut. Also 8,1% mehr, das ist gut, die Zahlen sprechen für sich und offensichtlich können die sich mehr durchsetzen als eben diese zwei Faktoren Währung und Öl, die sonst den Dow Jones entsprechend nach oben oder nach unten drücken. Wie gesagt, belasten ein bisschen, aber die Quartalszahlen sind gut. Deswegen ist der Dow Jones in Feierlaune, hat zwar gestern gegen Ende des Tages ein bisschen abgegeben, aber wir haben jetzt gesehen, zum Beispiel bei den Kunden der Flatex, dass man aus dem DAX langsam rausgeht und im Dow Jones wieder die Positionen aufgestockt hat und auch das Sentiment hat sich gedreht. Gestern waren wir noch bei 0,18 im DAX, jetzt sind wir nur mal auf 0,13 plus, also leichter Optimismus ist noch da und der Optimismus beim Dow Jones ist deutlich gestiegen von gestern 0,15 auf heute 0,35, also man traut dem Dow Jones momentan deutlich mehr zu. Und das ist ja auch was. Da muss man halt notfalls rübergehen nach Amerika und dort sich am Aktienmarkt umschauen. Aber es gibt jeden Tag gute Chancen, an der Börse Geld zu verdienen. Ja, vielleicht auch mit dem Euro. Schauen wir da mal drauf. Der Euro, der fällt weiter, haben wir auch gerade schon besprochen. Und Sie haben bei Ihren Kunden offensichtlich auch ein verstärktes Handelsaufkommen bemerkt. Man geht also grundsätzlich mehr in Währungen. Fraglich ist natürlich, in welche Richtung. Oder interessant. Ja, also erstens einmal haben wir das tatsächlich bemerkt. Bis vor kurzem war es so, dass man die Währungen eher links liegen gelassen hat und mehr im Aktienbereich drinnen war als in den Equities. Und jetzt sehen wir eben verstärkt, dass man in die Währung reingeht. Und natürlich geht man vor allem in die Major-Währung, also Euro gegen den Dollar hinein. Die Frage ist berechtigt, in welche Richtung geht man? Weil eigentlich müsste der Euro ja fallen. Tat es aber in letzter Zeit nicht und das war ein bisschen paradox. Und auf dieser Long, auf dieser Reise nach oben, waren unsere Kunden kaum dabei. Jetzt offensichtlich hat man aber doch, glaube ich, wieder den Glauben daran gewonnen, dass eigentlich der Euro fallen muss, was er seit 2, 3 Tagen ja auch tut. Und jetzt ist man in die Währung reingegangen und zwar in die Short-Position im Euro. Und zwar ganz, ganz ordentlich, weil wir tracken ja permanent, was unsere Kunden machen. Und das Volumen gestern war zum Beispiel 3-mal so hoch als an normalen Tagen. Also offensichtlich glaubt man jetzt an einen weiteren Verfall im Euro und ist also mehrheitlich in der Schrottposition. Sentimentindex aktuell minus 0,58. Also das ist ein ganz deutliches Votum dafür, dass man glaubt, dass er weiter fällt.
Sie haben auf Ihrem Experten-Desktop nach der Verkündung der Quartalszahlen geschrieben, dass man sich von den Aktien von Apple trennen soll. Aber Apple steigt und steigt. Was genau raten Sie denn jetzt, Herr Seicher, den Investoren? Ja, ich habe es, um es zu präzisieren, ich habe nicht geraten, dass man sofort raus soll, aber nachdem die Quartalszahlen veröffentlicht worden sind, dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist eigentlich alles, was Apple weiter treiben könnte, erstmal auf dem Tisch und wir sehen kein wirklich weiteres Potenzial. Also mittelfristig sollte man sich davon trennen, aber nicht sofort. Also einfach, wir sind ja da gestiegen von 122 ungefähr auf 128, ein ordentlicher Move, fast 6%. Ich sage, okay, Stopp rein, ganz knapp drunter und den Stopp entsprechend nachziehen. Wir tun das täglich, das kann man eben auf meinem Experten-Desktop da auch nachlesen und anschauen. Aktuell ist der Stopp bei 128, der aktuelle Kurs ist bei 131, also 3 Dollar drüber. Und den ziehen wir jetzt so sukzessive nach, immer so mit diesem Abstand von 3 bis 4 Dollar unter dem letzten Höchstkurs. Und wenn irgendwann Apple dann mal dreht und wieder nach unten geht, dann wird man ausgestoppt. Aber nach oben hin kann es auch noch weitergehen. Und diese Reise begleiten wir, aber uns fehlt ein bisschen die Story. Und deswegen sagen wir, nehmt mit, was ihr noch mitnehmen könnt. Aber wenn es dann dreht, dann raus aus Apple. Alles klar. Ganz herzlichen Dank, Herr Seicher, für die Einschätzung und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei waren. Heute Nachmittag gibt es natürlich wieder ein Update mit Oswald Seicher und ansonsten unterhalten wir uns dann morgen früh hier wieder. Bis dahin.